Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, ich bin Falk und ich freue mich wirklich ernsthaft, dass ihr hier seid. Das ist nicht einfach so eine Floskel, weil die letzten zwei Jahre waren für uns Comedians ziemlich hart. So, wir konnten unseren Job nicht machen. Und das hieß für mich, dass ich in meinen alten Beruf zurückgegangen bin und ich habe wieder als Grundschullehrer gearbeitet. Ich habe an so einer... Da wollte gerade jemand lachen. Das ist interessantes Timing und ich verstehe es. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil ich habe nicht so richtig die Aura eines Grundschullehrers. Es beißt sich ein bisschen, oder? Ich sehe eher aus wie ein Typ, der euch beim Bewerbungsgespräch sagt, dass hier flache Hierarchien wichtig sind. Das ist deutlich eher mein Vibe. I know. Aber es stimmt wirklich. Ich habe als Grundschullehrer gearbeitet. An so einer ganz, ganz kleinen ostdeutschen Grundschule. 110 Schüler, 20 Lehrer. Und da habe ich gearbeitet. Und es war eine wundervolle Zeit, muss ich ehrlich sagen. Was unter anderem daran lag, dass ich in kürzester Zeit der mit Abstand beliebteste Lehrer der Schule geworden bin. Ist immer unsympathisch, wenn man das über sich selber sagt, das weiß ich schon. Aber ihr müsst verstehen, die Konkurrenz war überschaubar. Es war wirklich nicht so schwer. Nee, ich war der Einzige unter 50, ich war der einzige Typ, ich war der Einzige, der Euro nicht mehr in D-Mark umgerechnet hat. Und es hat vollkommen gereicht, um zu gewinnen, um ehrlich zu sein. Es war interessant für mich. Ihr wisst ja, alle meine Kolleginnen waren deutlich viel älter als ich, so mit Abstand der Jüngste. Aber mir war es irgendwie wichtig, dass wir eine Gang werden. Wisst ihr, ich wollte, dass die mich mögen. Ich wollte einfach, dass wir zusammenwachsen. Und ich habe mir überlegt, wie macht man das? Bei so großen Altersunterschieden, wie kriegt man sich zusammen? Und hier ist das Geheimnis, man muss einfach zusammen lästern. Es ist wirklich, nee, wirklich. Es ist einfacher wird's nicht. Wir haben einfach nur schlecht über die Lehrer geredet, die nicht da waren. So, das wirklich. Es ist so gut. Und da habe ich auch gemerkt, dass mein Herz aufgeht, wenn ich 50-jährige Frauen das Wort Schlampe sagen höre. Mmh. Oh. Eieiei, ist das gut. Das ist richtig gut. Fühlt sich gut an. Meine Kolleginnen dachten immer, dass in Berlin so der kranke Scheiß abgeht. So, der wohnt in der Großstadt, da ist alles verrückt. Bullshit. Auf dem Dorf sind alle Stories noch so viel krasser als in der Großstadt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil in dem Dorf, in dem ich unterrichtet habe, da gab es ein Ehepaar. Die waren 30 Jahre miteinander verheiratet. Und irgendwann hat sich die Frau vom Mann scheiden lassen und am Tag der Scheidung ist sie mit seinem eineigen Zwillingsbruder zusammengekommen. Und ich persönlich finde das ganz schön intensiv. Also das ist schon krass und es ist auch in meinen Augen eine der schlimmsten Beleidigungen, die man jemandem geben kann. Weil alles, was es sagt, ist, nee, es lag nur an deinem Charakter. Das war eine coole Zeit. Das war wirklich eine coole Zeit. Das einzige Ding ist, wisst ihr, ich habe so viel Zeit mit Frauen Anfang 50 verbracht, dass das Spuren bei mir hinterlassen hat. So, ich habe es das erste Mal daran gemerkt, als ich mein WhatsApp-Profilbild in einen Blumenstrauß verändert habe. Ich bin ein bisschen in Günther Jauch verliebt, weil er so souverän ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. So die eigene gefühlte Coolness ist mega gestorben in der Zeit. Also ich hätte jetzt von mir nicht gesagt, dass ich mega cool bin. So überheblich bin ich nicht. Aber auf so einer Coolness-Skala von 0 bis 10 einmal so eine nette, gut gemeinte 5. Wisst ihr? Also ich sehe aus, als hätte ich noch nie Ketamin probiert, aber als könnte ich euch's verkaufen. Das ist eine 5. Das bin ich. Und aus dieser 5 ist richtig schnell eine 0 geworden. Und so habe ich es gemerkt. Nach 6-7 Monaten an der Schule habe ich angefangen, wenn ich einen guten Tag hatte, wenn ich so gut gelaunt war an der Schule, habe ich angefangen, das mit meinen Hüften zu machen. Und ich meine, das kann passieren, so, weißt du, das ist ja alles möglich. Hier ist das Problem, ich habe mich überhaupt nicht dagegen gewehrt. Aber wirklich gar nicht. Weil so, das bist du jetzt, Falk. Und ich kann mich an den Tag erinnern, da standen ich und diese Hüften gemeinsam am Kopierer. Und wir waren richtig gut gelaunt. Wir waren richtig gut gelaunt, so die Sonne scheint, alle haben die Hausaufgaben, coole Laune. Und ich stehe so am Kopierer, niemand um mich herum. Und ich sage laut ins Nichts des Schulhauses hinein, Falk, weißt du was, heute zur Feier des Tages, die nächsten 40, die kopierst du mal farbig. Ja, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Aber ich habe nicht nur meine Kolleginnen geliebt, ich habe auch meine Schüler geliebt. Ich war super gern Lehrer, vor allem wegen den Schülern. Auch weil ich finde, dass man von Schülern wahnsinnig viel lernen kann. Ich fand es immer beeindruckend, wie absolut gnadenlos die untereinander miteinander umgegangen sind. Völlig verrückt, so würden Erwachsene niemals miteinander umgehen. Ich habe hauptsächlich in der 5. Klasse Mathe unterrichtet, also die waren 11 Jahre alt. Und in einer meiner Stunden hat ein Mädchen während der Mathestunde mit ihrem Partner Schluss gemacht. Und das war echt krass. Weil ich meine, überlegt mal so an Mathe zurück damals. Was ist schlimmer als Matheunterricht damals? Eine Trennung im Matheunterricht damals. So, das ist das Einzige, was es noch schlimmer machen kann. Und es war so herzlos. Die ist so mitten in der Stunde, steht sie auf, sie sitzt ganz hinten. Das heißt, sie muss durch die ganze Klasse laufen. Und sie kommt nach vorne und zu einem meiner Schüler in sein kleines Gesicht einfach nur: Luis, ist vorbei mit uns.
so mit zitternder Stimme, so sie so richtig Drama in sein kleines Gesicht rein. Und alles, was Luis gesagt hat, war, pff, ja, okay. Luis als Mensch so viel weiter als ich. Das, ja, ich habe ihm am nächsten Tag meine Hausaufgaben gezeigt. Ich war so, Luis, hier ist mein Gehalt. Du hast gewonnen. Oh ja. Ja, jetzt mache ich wieder das. Jetzt können wir wieder Comedy machen. Was super nice. Das einzige Problem ist, ich bin jetzt wieder arm. Ich bin jetzt wieder so richtig arm und habe so wieder Kontrolle über mein Leben verloren. Weil als Lehrer verdient man ganz gut Geld, als Comedian nicht. Und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich mir denke, oh Falk, heute lass es dir mal richtig gut gehen und dann drehe ich die Heizung auf 3. So, das ist... Heute laufe ich barfuß in meiner Wohnung, ich bin Held. So, das bin ich. Und ich habe auch wieder Kontrolle über mein Leben verloren. Völlig, völlig. Warum erzähle ich euch das? Ich würde gerne kurz von meinem Lieblingsort in Berlin reden. Ich komme nicht aus Berlin, aber ich wohne hier seit 12 Jahren. Und die meisten Zugezogenen haben irgendwann einen Lieblingsort. Ich auch. Und mein Lieblingsort in Berlin mit riesigem Abstand ist der Gesundbrunnen McDonald's. Ja, sehr gut. 2 Urs, das ist weniger als sonst. Das ist okay. Haben die Leute aus dem Wedding hier? Nee, sonst würde auch jemand drin rauchen. Alles okay. Ihr habt Eintritt bezahlt, ne? Ja, okay. Ja, ist niemand aus dem Wedding da. Das ist okay. Dann erkläre ich euch mal, was der Gesundbrunnen McDonald's ist. Passt auf. Der Gesundbrunnen McDonald's ist ein McDonald's mitten im Wedding. Er thront am Humboldthain. Und das Tolle an ihm ist, er hat 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag geöffnet. Oh Gott, meine Stimme wird brüchig. Und das ist für mich, ich liebe diesen Laden so sehr, also zu sehr, muss ich wirklich sagen. Ich habe da letztes Jahr Silvester gefeiert und ein bisschen viel. Kann ich verstehen, ist ein bisschen viel. Aber der Gesundbrunnen McDonald's ist halt perfekt, weil ich arbeite nachts und ich habe ein Alkoholproblem. Perfekt. Nee, wirklich, da komme ich hin und da weiß ich, was ich krieg. Sodbrennen. Das ist der Gesundbrunnen McDonald's. Und ich war letztens jetzt wieder mit Freunden saufen und wir sitzen so alle in der Bar, ich mit meinen besten Freunden. Es ist Abend um 10, ich habe langsam einen und Tee und so die reden so, was bei ihnen im Leben losgeht und einer geht gerade durch eine harte Trennung und in meinem Kopf so, Chicken Nuggets. Ich bin völlig lost. Und ich tue 4 Stunden lang so, als wäre ich ein guter Freund und irgendwann trennen sich unsere Wege auf und ich nehme ein Taxi zum Gesundbrunnen McDonald's, weil ich weiß, wie man lebt. Und ich sitze so im Taxi und ich vibe so richtig mit zur Radiomusik, ich habe richtig Bock. Und das Taxi kommt an, ich steige aus. Und zu meinem Schock sind alle Eingänge des Gesundbrunnen McDonald's mit Polizeisperrband abgesperrt. So, da ist so alles dicht gemacht und davor stehen 4 junge Polizisten, die sich sehr, sehr aufgeregt gerade unterhalten. Und ich steige aus dem Taxi aus und sehe das und denke mir, frag trotzdem. Ich war noch nicht bereit. 32 Euro Taxi, ich werde mit denen reden. Also, come on. So, die Nummer ist noch nicht vorbei. Ich bin zu diesem Zeitpunkt viel zu betrunken für jegliche Form von menschlicher Interaktion, vor allem mit Autoritäten. Das habe ich nicht mehr in mir. Also torkel ich da so hin und bin so, ey Jungs, ich kann hier nicht noch rein. So, das ist alles, was ich denen noch ins Gesicht rotzen kann. Mehr habe ich nicht mehr. Und die sind so kurz, okay. Und die drehen sich weg und fangen an, sich untereinander zu unterhalten, weil ihre Ausbildung sie nicht auf diese Frage vorbereitet hat. Das glaube ich auch für die Neuland. Und irgendwann kommen die so zu mir zurück und meinen, weißt du was, krieg einfach unten durch. Und dann war ich so, okay, das ist nett, aber mir fast schon zu viel. Das ist ja wirklich, das ist ja gar keine Regeln. Okay, also krieg ich da durch und ich freue mich. Ich möchte nicht anlügen, ich freue mich, ich habe gute Laune. Weil ich wohne seit 12 Jahren in Berlin, der Laden ist das erste Mal leer, seitdem ich mich erinnern kann. Und ich genieße das und ich schlawenzel so an die Kasse. Und an der Kasse steht eine alte, kleine, verängstigte Frau, die mich mit sehr, sehr großen Augen anguckt. Und da fällt mir erst auf, oh, was glaubt sie denn, was da draußen gerade passiert ist? Weil, wie hat sie denn die Situation wahrgenommen? Alles, was sie gesehen hat, ist ein besoffener Trottel, der mit Polizisten redet und dann in einen abgesperrten Bereich darf. Ich bin besoffen und hab mir gedacht, nee, die denkt, du bist ein Kommissar. So, das ist mein Gedanke. Ich könnte ein Kommissar sein, come on. Ich habe einen Schnurrbart, ich hatte einen Sitzen, Kommissar. So. Und mit dieser gefakten Kommissar-Energie, die ich jetzt habe, bin ich so, hey, Hallöchen, ich würde einen 900 Chicken Nuggets Menü nehmen. Eine Coke, keine Zero. Große Pommes und 3-mal süß-saure Soße zum Hier-Essen. Völlig größenwahnsinnig, zum Hier-Essen. Ich hab gedacht, jetzt bleibe ich auch hier. Wenn ich drin bin. Und sie ist so, okay, pass auf. Wir haben ein kleines Problem. Ich habe gerade keine Kasse, weil ich wurde gerade ausgeraubt.
Und ich muss das in meinem besoffenen Gehirn erstmal ein bisschen sacken. Ich bin so, ja, ja, nee, klar, du hast keine Kasse gerade. Nee, weil du bist ja gerade ausgeraubt, ja. Du bist ja gerade. Das macht ja vollkommen Sinn, ja. Ja, ja. Und ich greife in meine Hosentasche, lege ihren Zehner hin und mein stimmt so. Ich lasse mich jetzt nicht von Wechselgeld aufhalten, Freunde. Und wisst ihr, was dieser Engel gemacht hat? Er hat mir einfach Essen gegeben. So, das ist wirklich, das ist mein absolutes Verrückteste. Ich durfte nicht da essen, sie musste auch ein bisschen ihre Macht bewahren. Und dann, ich stabenzel so raus. Ich war kurz davor, einem der Polizisten so ein Chicken Nugget in den Mund zu schieben. Also, danke, Bruder. Dankeschön. Gott schütze Berlin. Gott schütze den Wedding, weil das ist der Wedding. Das ist der Wedding. Der Wedding hat irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber der Wedding hat so einen schlechten Ruf. Dabei ist eigentlich ein wunderschöner Stadtteil. Und vor allen Dingen passt man da aufeinander auf. Da gibt es einfach noch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das habe ich letztens erst daran gemerkt, weil ich auch gerade durch eine sehr, sehr schwere Trennung durchgehe. Und die ist noch sehr, sehr frisch. Und ich bin, würde von mir sagen, ich bin ein moderner Mann. Und das heißt, ich heule wirklich aufdringlich doll und viel deswegen. Wirklich so Momente, wo mein Vater leugnen würde, dass er mein Vater ist, wenn er das sieht. Weil ist eine andere Generation. Wisst ihr, ich bin deutlich jünger als er. Wenn meine Mutter sich von meinem Vater trennen würde, der würde einfach stumm ins Meer laufen. So wirklich. Und auf seinem Grabstein würde stehen, hey, wir wissen es auch nicht. So, das ist... Er hat es uns nicht erzählt. Das heißt, also ich heule wahnsinnig viel. Ich heule auch wahnsinnig gerne. Und für mich ist aber wichtig, dass man das plant. So, weil wisst ihr, ich wach früh auf und denke mir, heute Nacht heulen und spazieren. So gehe ich durchs Leben. Und dann ist ganz wichtig, dass man das nicht zufällig macht. Weil dann wird es nicht gut. Und ich habe so eine richtige, ich habe das ausgearbeitet über die Jahre und ich habe so eine ganz tolle Checklist, die ich immer abarbeite. Ganz wichtig, auf Platz 1, 2 Herbert Grönemeyer-Alben. Ganz wichtig. Kommt mir nicht mit Annemai Kantereit, wir brauchen Herbert für die Nummer hier, okay? Mensch ist ein Banger-Album, ist abgehakt. Ich packe so eine Flasche Weißwein in meine Tasche. Kurz bevor ich rausgehe, lege ich Mascara auf, damit er beim Heulen verläuft. So ist es nicht. Ist nicht mein erster Ritt. Komm mal, ich bin Profi. Und ich hatte letztens so einen richtig guten Heulspaziergang. Wirklich, ich komme raus, ich bin kaum von der Treppe runter. Da läuft die Brühe in alle Richtungen. Ich bin so der Mensch, ist Mensch. Es ist richtig gut, richtig gut. Und ich habe auch so einen guten, wisst ihr, man muss es ja ein bisschen inszenieren. Man kann ja nicht wahllos in die Nacht heulen. Wisst ihr, manchmal guckt man auf den Boden, beim Refrain guckt man in den Himmel. So, ganz wichtig, okay? Ich weiß, wo die Kameras sind. Da, da und hier. Und ich traue mich so durch den Wedding. Und irgendwann komme ich, laufe ich an der Panke vorbei, durch eine relativ dunkle Ecke. Und ich sehe vor mir so 8 Füße. Und ich höre, wie jemand sehr, sehr laut sagt, hey, wie spät ist es? Und ihr wohnt alle nicht im Wedding, das ist okay, aber ich kann euch sagen, wenn euch jemand im Wedding fragt, wie spät es ist, ist die Antwort, hier ist mein Handy. Nee, so läuft es ab, sorry. Ich zahle da 340 Euro Miete, die dürfen mich abziehen, okay? Nee, wirklich, die halten meine Miete stabil, ich bin denen dankbar, hier ist mein Handy. Nee, ist ja so, wenn die aufhören, bin ich weg. Nimm mein fucking 70 Euro Handy, Bruder. Ist alles okay. Aber ich habe es nicht genau verstanden, was die gesagt haben. Also nehme ich so meine Kopfhörer raus und ich gucke so nach oben und ich sehe aus wirklich wie so eine Qualle, die man gewürgt hat. So richtig ekelhaft, was ich für ein Bild abgebe. Und man hört noch so durch die Kopfhörer, ist ein Mensch, ist ein Mensch. Es ist wirklich ein klägliches Bild, was ich abgebe. Und die Energie von den Boys wird von, Bruder, gib mir deine Kohle zu. Bruder, was ist los? So, ich hatte auf einmal so ein ehrliches Gespräch über Liebe mit ein paar gewaltbereiten 18-Jährigen. Das war so wahnsinnig sonderbar. So, wir waren irgendwann eine Gang. So, wirklich, war total weird. Ich habe dem einen meine Weißweinflasche hingehalten. Ich meine so, Bruder, das Haram. Ich bin so, Bruder, das Riesling. So, come on. Come on, wir sind eine Gang. Und das Schöne war, ich habe so übertrieben, dass ich gemerkt habe, dass die irgendwann so gehen wollten. Ich war so, nee, hier auch noch. Wirklich, ich habe die 12 Minuten da gefesselt, die haben es gehasst. Und irgendwann dreht sich einer von denen um und geht weg und ruft einfach nur laut, Bruder, die Bitches. Das war alles, was er zum Gespräch beisteuern wollte. Aber das war für seine Kumpels das Zeichen von wegen, ah, wir müssen jetzt auch gehen. Also gehen alle dann geschlossen weg und ich stehe noch so ein bisschen da und lass so irgendwie sacken, was irgendwie gerade passiert ist, was wir miteinander erlebt haben. Und in meinen Kopf kommt so ein Gedanke von, ey, hoffentlich gehen die jetzt zum Gesundbrunnen McDonald's. Weil dann sehen wir uns gleich wieder. Das war meine Zeit, ich bin Falk Pötzschig, vielen Dank.